Servus Fotofreunde, in diesem Video geht es um die Pilzfotografie, wann die beste Jahreszeit ist und wie du deine schönsten Pilzbilder machst. Viel Spaß dabei! Meine Videos gibt es jetzt immer eine Woche vorher schon auf watchbetter.com zu sehen. Der Link dazu steht in der Beschreibung unter dem Video zum einfachen Draufklicken. Ja, was sind erstmal die wichtigsten Eckpunkte zur Pilzfotografie? Du solltest natürlich schauen, dass du irgendwo Pilze hast. Und das ist natürlich im Herbst der Fall. Jetzt ist es gerade Ende Oktober und ich habe die letzten 1,5 Monate schon ganz viele Pilzsammler auch beobachtet. Das heißt, den ganzen Oktober, von Anfang Oktober bis Ende Oktober, ist die perfekte Zeit für dich, Pilze entweder zu sammeln und zu essen oder auch zu fotografieren. Und wir machen heute das Zweite. Wir werden heute Pilze zusammen fotografieren. Und du siehst von der Uhrzeit her, wir sind jetzt morgens unterwegs und es ist 8 Uhr, so um den Sonnenaufgang herum. Es wird natürlich jetzt immer heller und um Lichtmalerei mit Pilzen zu machen, brauchst du natürlich noch eine gewisse Dunkelheit, damit du mit deinem Licht auch schöne Lichtbilder von Pilzen machen kannst. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Gehen wir einfach mal hoch in den Wald. Jetzt sind wir im Wald angekommen und ich habe auch in den letzten Tagen schon ein bisschen geguckt, wo ich schöne Pilze finden kann. Wir werden heute mal mit diesem Pilz hier beginnen. Das ist ein sehr heller Pilz. Der Vorteil von hellen Pilzen ist, dass er sich automatisch schon besser vom Hintergrund abhebt. Mit dunklen Pilzen ist es etwas schwieriger, weil der Waldboden ist ja auch braun und grün und dunkle Töne. Und wenn du natürlich einen Pilz hast, der schon relativ hell ist, dann kannst du ihn besser vom Hintergrund abheben und das sieht auf den Bildern immer schön aus. Wir fangen jetzt einfach mal an mit ganz normalen Einstellungen. Ich habe jetzt hier meinen 50 mm mit Blende 1,8. In dem Fall ist es jetzt noch ein bisschen dunkel. Ich habe eine 250stel gewählt und ISO 160. Und so machen wir jetzt erstmal unser erstes Testbild. Ich richte mich so aus, dass ich möglichst ein schönes Bouquet im Hintergrund habe. Ich würde dir empfehlen, dass du vorher um deinen Pilz herumläufst und einfach mal durch die Kamera guckst, von welcher Richtung eigentlich der Hintergrund am schönsten ist. Und natürlich der Pilz selber auch. In meinem Fall hat er jetzt eine kleine Ecke an der Hinterseite. Das passt Gott sei Dank genau dazu, wie die Sonne aufgeht. Das heißt, ich werde gegen die Sonne fotografieren und das angebissene Stück vom Pilz ist sozusagen auf der Rückseite, was man dann nicht sehen wird. Wichtig ist eine tiefe Perspektive, denn es gibt nichts Hässlicheres, als Pilze von oben zu fotografieren. Also versuch wirklich auf eine sehr, sehr niedrige Perspektive zu kommen oder Pilze zu finden, die auf einem kleinen Hügel stehen. Ihr seht jetzt, dass der Hintergrund schon ein total schönes Bouquet macht, weil von dort die Sonne aufgeht. Und jetzt werde ich hier einfach mal die ersten Bilder machen und sie überprüfen. Und das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Was mir noch nicht so gut gefällt, ist, dass wir sehr viel Gras links und rechts noch haben. Und da ist es natürlich wichtig, dass ihr nicht zu sehr von den Wegen abkommt. Wir sind jetzt hier tatsächlich auf einem normalen Spazierweg und der ist sozusagen genau in der Mitte auf dem normalen Spazierweg. Das heißt, wir müssen keine Natur zerstören. Und ihr solltet auch dafür nichts blatt trampeln. Aber wenn mal hier so ein normaler Grashalm im Weg ist, dann mache ich den schon mal ab und das kriegt dann einfach mein Pferd wieder zum Fressen. Guckt dazu doch auch einfach mal auf unseren Pferdekanal. Pferdewissen.de. Nee, Pferdewissen auf YouTube. Oh, man sieht schon, dahinter ist jetzt schon der erste Lichtstrahl. Also es könnte sein, dass wir jetzt wirklich gleich hier genau die Sonne drauf haben. Ich überprüfe dann auch die Schärfe und jetzt sieht man schon,
dass der Pilz nur im vorderen Bereich scharf ist. Da gibt es verschiedene Methoden. Wenn ihr jetzt die Blende nicht hochnehmen wollt, weil umso höher die Blende ist, ich demonstriere das jetzt mal, umso schärfer wird natürlich auch der Hintergrund, was wir eigentlich nicht möchten. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Blende sehr offenblendig zu lassen und ein Fokus-Stacking zu machen. Das heißt, ich würde jetzt hier umschalten auf manuellen Fokus, so auf manuellen Fokus, und dann mehrere Bilder machen, die sozusagen die Schärfenebene immer ein kleines Stückchen weiter haben. Und jetzt zum Beispiel sehe ich, der vordere Teil ist scharf und jetzt ist der mittlere Teil scharf, mache wieder das gleiche Bild und jetzt gehe ich nochmal wieder weiter rein und mache auch den oberen Teil vom Pilz scharf. Jetzt ist mir der Pilz noch ein bisschen zu dunkel und wir können mal versuchen, ein bisschen Lichtmalerei mit reinzubekommen. Dafür brauche ich jetzt meine Taschenlampe. Oder auch ein iPhone, es geht beides. Also man kann ein iPhone nehmen dafür oder auch eine Taschenlampe und das probieren wir jetzt mal aus. So, jetzt kommt schon genau die Sonne von hinten drauf, was natürlich richtig, richtig cool ausschaut im Bild. Und ich nutze jetzt noch mein iPhone, weil leider meine Taschenlampe noch nicht fertig geladen hat. Wir haben sie an der Powerbank dran und leider ist sie noch nicht hell genug. Also besser ist es natürlich, wenn du schon Sonne hast, dass du eine Lichtquelle hast, die sehr, sehr hell ist. Wir werden jetzt gleich nochmal den Blitz dann dazu nehmen. Der sollte hoffentlich funktionieren. Und dann siehst du auch nochmal den Unterschied. Ach, die Mücken sind ja fies. Jetzt ist es wichtig, dass ihr ein letztes Bild mit der Belichtung auf den Boden macht, dass es so ausschaut, als würde der Pilz den Boden beleuchten. Wenn ihr jetzt nur den Pilz ausgeleuchtet habt, dann sieht es ein bisschen unrealistisch aus, weil ja sozusagen das Licht in dem Pilz ist und das Licht vom Pilz auch den Boden beleuchtet. Und dieses Bild machen wir jetzt. Jetzt hältst du den Blitz so, dass der Boden vom Pilz beleuchtet wird. Schauen wir mal, ob das passt. Halt. So, okay, jetzt die Hand noch mal weg. Da machen wir jetzt auch noch mal ein paar verschiedene einfach. Bisschen tiefer. Tiefer, 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 weil der Pilz darf ja keinen Schatten werfen. Ja, dieses war der erste Pilz und der zweite folgt zugleich. Ich habe noch einen ganz schönen Fliegenpilz gefunden und da werden wir jetzt auch noch mal mit Nebel was machen und vielleicht auch noch mal ein bisschen ein anderes Objektiv wählen. Und ich würde sagen, let's go! Ja, wir wollten gerade zu unserem Fliegenpilz und da haben wir aber hier vorher noch einen Steinpilz entdeckt. Das ist natürlich auch total super und da mache ich jetzt auch gleich noch ein Bild, weil wir heute in der Pilzfotografie unterwegs sind. So, hier müsste er irgendwo sein. Irgendwo hier. Es hat jemand meinen Fliegenpilz geklaut. Das gibt's doch nicht. Wer nimmt denn Fliegenpilze mit? Kann mir das mal jemand verraten? Wer schneidet Fliegenpilze ab und nimmt sie mit? Das gibt's doch gar nicht. Da ist noch einer, aber der ist nicht wahnsinnig hübsch. Da ist auch noch einer. Naja, vielleicht finden wir noch was anderes Hübsches hier. So ist es eben auch mal. Gestern war der Fliegenpilz noch da und heute ist er nicht mehr da. Extra fürs Video mir den schönsten Fliegenpilz bei uns im Wald rausgesucht und es hat ihn einfach jemand mitgenommen. Schweinerei. Also wir müssen mal da irgendwo einen Pilz finden.
Ich schwitze, mir ist heiß und ich finde keinen Fliegenpilz. Aber ich habe einen anderen ganz netten gefunden und letztendlich geht es ja darum, dass ich euch zeige, welche Möglichkeiten ihr habt mit dem Lichtpainting und aber auch mit Rauch. Das wollte ich euch jetzt eben gerne eigentlich anhand des Fliegenpilzes noch zeigen. Fliegenpilz haben wir nicht, aber wir haben den Rauch dabei und ich zeige euch dann nochmal die Effekte mit Blitz und Rauch und vielleicht auch ein bisschen Lightpainting. Und wenn ihr dann schöne Fliegenpilzbilder gemacht habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns austauschen über Instagram. Meine Seite ist janina-fischer-foto auf Instagram und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann schöne Fliegenpilzbilder mit meinen Tipps gemacht habt und mich darauf verlinkt. Wenn du von meinem Equipment etwas kaufen möchtest, dann schau in den Amazon-Shop, den habe ich dir unter dem Video verlinkt. Und wenn du draufklickst, dann bekomme ich eine kleine Provision, das freut mich sehr und für dich bleibt der Preis gleich. Jetzt machen wir uns aber nochmal an die Arbeit mit Rauch- und Pilzshooting. Gut, auch hier versuche ich wieder verschiedene Perspektiven erstmal zu fotografieren, um zu schauen, welche dann wirklich die beste ist. Bisschen weiter links, bisschen weiter rechts, um dann erst mein Setup zu machen, wie ich es wirklich sozusagen letztendlich haben möchte. Jetzt schaue ich mir nochmal die verschiedenen Perspektiven an und nehme euch nochmal direkt mit auf mein Display. Also wichtig ist wieder ein tiefer Standpunkt und ihr seht es jetzt, wenn ich von dieser Seite aus fotografiere, dann sieht man den Baum im Hintergrund, das heißt, der Pilz hebt sich nicht so schön ab. Man könnte jetzt eine Lichtsetzung von hinten machen, dass man den Pilz abhebt oder eben Nebel, das werden wir gleich machen. Oder wir variieren unsere Position ein bisschen, das kann man dann auch einfach ausprobieren, was schöner aussieht. Hier weiter rüber, denn dann hat man wirklich einen schönen braunen Hintergrund. Und jetzt habe ich hier sogar noch so einen kleinen Zweig im Vordergrund, der mir den Pilz dann zusätzlich nochmal einrahmt. Also wenn ihr hier schaut, hier dieses Blatt und dieser Ast können nochmal so einen ganz netten Vordergrund bieten. Und jetzt seht ihr auch, umso tiefer ich gehe, umso verschwommener wird der Vordergrund und umso besser kommt dann auch der Pilz raus. Jetzt wechsle ich nochmal auf meinen 70-200er, damit ihr auch da den Unterschied sehen könnt. Das 70-200er ist sehr gut geeignet, weil das einen großen Abbildungsmaßstab hat. Und natürlich den Hintergrund auch toll verschwimmen lässt. Zur Positionierung könnt ihr den Pilz entweder mittig setzen, aber ihr könnt ihn auch zum Beispiel in das untere Drittel setzen, wenn ihr links oben noch mal schöne Sonne zum Beispiel habt oder was anderes, was einfach sehenswert ist. Ansonsten macht es meistens schon Sinn, den Pilz als Hauptmotiv hier in die Mitte zu nehmen. So sieht das Ganze schon sehr, sehr schön aus. Jetzt entferne ich oben noch ein paar von den Ästen, damit mein Pilz noch mal ein bisschen ansehnlicher aussieht. Bevor ihr das Rauchbild macht, solltet ihr die Helligkeit getestet haben. Das heißt, ich werde jetzt ein, zwei Testbilder machen, damit alles schon passt, bis dann sozusagen der Rauch losgeht. Oh ja, das schaut schon richtig, richtig cool aus. Hinten hängt noch ein bisschen was runter. Das mache ich auch noch mal weg. Also da könnt ihr richtige Pilzputzer werden. Deswegen kommt einfach ein bisschen früher. Ich bin jetzt schon relativ spät dran. Und also Anfang Oktober ist sicher keine schlechte Zeit. So ein bisschen vorne noch rum. Und nicht ganz so viel. Ein bisschen hoch und runter, dass ich ein bisschen Abwechslung habe. Ja. Der bleibt noch hier vorne, dass der Rest auch noch ein bisschen. Bitte.
Boah, das schaut geil aus. Also das schaut richtig, richtig cool aus. Ihr seht es jetzt, wie wir das machen. Ja, aber das schaut schon sehr gut aus. Jetzt schaue ich mal, ob die Lamellen alle wirklich... Ja, okay, jetzt ist vorne die Lamelle ist scharf. Jetzt bleib mal bitte so, den Blitz ganz runter. Und bleib mal bitte so, jetzt nicht bewegen. Weil jetzt mache ich nämlich nochmal ein Fokus-Stacking. Ja, da sind auf jeden Fall schon sehr, sehr coole Bilder dabei. Vor allem die mit dem Blitz von oben, die sind mega. Ihr nehmt euren Abfall unbedingt wieder mit. Und es gibt auch Gebiete, da müsst ihr die Feuerwehr informieren, wenn ihr Rauch macht. Also bitte informiert euch vorher, macht nicht einfach drauf los, sondern macht das wirklich mit Kopf und Verstand und nehmt all euren Müll wieder mit nach Hause. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Eine schöne Zeit. Bis dahin, deine Janina. Ciao!